Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Breithausen LS15 zu einer neuen Runde. Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum fährt der jetzt hier mit dem Drescher wieder raus. Ja, ganz einfach, der Nachbar hat uns darum gebeten, dass wir hier sein Feld dreschen, solange es noch schönes Wetter ist. Sein Drescher ist gerade kaputt, deswegen braucht er da zwingend Hilfe. Und ja, wir sollen uns jetzt hier mal dieses upsala, Getreidefeld hier vornehmen. Und ich schaue nur gerade, wo ich mich da überhaupt hinstellen kann. Oh, Steine. Steine, 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 überall Steine. Bäh. So, mal hier. Ja, das ist hier platztechnisch eher dezent blöd, dass wir hier irgendwo Schneidwerk ankoppeln können. Ja, ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal schön mal hier den Verkehr warnen, dass wir jetzt hier umsatteln müssen. Ich hoffe, dass das platztechnisch sich ausgeht. Ich glaube es nämlich fast nicht. Schon mal. Das wird, glaube ich, ziemlich scheiße, da anzuhängen. Aber schauen wir mal. Ja, der hat uns jetzt eben gebeten darum, dass wir seine Felder hier allgemein bewirtschaften. Ups. Und das Ganze eben dann hier verkaufen. Denn er hat jetzt gerade so eine große Rechnung von der Werkstatt für seinen Drescher bzw. Kostenvoranschlag. Und jetzt braucht er hier Hilfe. Mann, jetzt komme ich da echt nicht hin, oder was? So, Verkehr, du bist mal wieder sehr zuvorkommend. Das ist so schön, wenn der Verkehr darauf achtet, was man hier so tut. Ja, alles andere als schön. Ach komm jetzt. Nerv mich nicht. Ah, hey. Ach, da. Ja, Schild auch noch mitgenommen. Das freut die Stadt. So. Ja, nicht schön, aber selten. Wie man so schön sagt. Und jetzt muss ich nur gucken. Bam. Hier. So. Strohablage. Ne, lassen wir dabei noch aus, denn ich möchte erstmal hier das Vorgewände zumindest ohne Strohablage eigentlich machen. Ja, genau. Und dann die anderen Runden werden wir dann Stroh machen, dass wir da auch wieder was haben. Aber eben hier jetzt erstmal noch so mit Chopped Straw. So. In dem Fall jetzt am Weizen. Ups. So. Jetzt muss ich hier nur echt gucken, wegen dem Platz zum Drehen. Das ist alles andere als schön hier gerade. Beziehungsweise praktikabel. Deswegen haue ich mir jetzt hier noch eine Ecke weg und dann hoffe ich, dass ich da halbwegs sinnvoll drehen kann. In der ganzen Ecke hier. So. Baum auch noch im Weg. Yeah. So. Jetzt dürft's aber zumindest vorne sind wir rum. Dann schmeißen wir die Bude hier mal am Feldrand entlang. Ja, ist ziemlich cool, dass der uns darum bittet. Im Gegenzug hat er mir das zweite Feld noch bearbeitet. Hat er gemeint, das macht er mir
mal schnell. Sein Sohn hat eh gerade Ferien, der kann da mal schnell das Feld runter pflügen und grubbern und mir für die Saat vorbereiten. Mal schauen, vielleicht handle ich noch aus, dass er mir auch noch das Feld ansät. Das wäre ganz gut. Dann hätte ich hier nämlich mehr Zeit, das Feld hier zu dreschen. Weil ansonsten wird es auch für mich von der Zeit her hier knapp, dass ich alles unter einen Hut bringe. Von dem her, ja, schauen wir mal, ob er das tut oder ob er es nicht tut. Wie, das wäre ganz schön groß eigentlich, das Feld. Ja, hat er sich mal ein bisschen was kosten lassen hier, die Ackerfläche. Aber wahrscheinlich hat er sie noch geerbt vom Opa oder vom Uropa in fünfter Generation. Würde sich das wahrscheinlich, werden die damals schon die Ländereien hier gehabt haben. Und jetzt hat er halt das Glück, dass er hier die großen Ländereien übrig hat, beziehungsweise hier eben das Ganze bewirtschaften kann. Hätte ich auch gern, aber da hat mein Vater irgendwie was falsch gemacht. Der ist da nicht so aktiv gewesen im Ländereien behalten oder zumindest kaufen. Mit den zwei Mini-Ackern, da kannst du halt nicht viel Geld verdienen in der Saison. Das ist eher schlecht. So, aber das läuft auf jeden Fall hier. Warum ist denn da? Hä? Okay. Da im linken Spiegel sieht man, wenn man genau hinschaut, den Drescher in der Position. Das ist ziemlich seltsam. Komisch. Da, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber so am Bildschirm sieht man es, dass da wie so ein Wasserzeichen ist, wo man eben den Drescher von oben sieht. Ganz komisch. Naja. So, auf jeden Fall geht hier was vorwärts. Ich glaube, wir werden dann die lange Bahn immer rauf und runter fahren. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dann kriegen wir hier am zügigsten den Acker hier runter. Beziehungsweise das Getreide vom Acker. Wetter soll noch relativ gut bleiben. Von dem her habe ich jetzt da keine Angst, dass das irgendwie, dass uns schlechtes Wetter in den Weg kommt. Das sollte alles hinhauen. Aber hier ist es halt echt. Uah, scheiße, bin ich schon wieder voll. Ist natürlich jetzt an der Stelle eher selten dämlich bis richtig blöd. Hier kann ich halt gar nichts machen. Ja, dann muss ich hier wohl auf ein bisschen Ernte verzichten. Ja, Verkehr, danke. Sehr freundlich. Ups. Natürlich fährst du mir jetzt da einen Weg rein. War natürlich auch schon blöd begonnen hier mit dem Ganzen. Von dem her kann ich mir nur selber in den Arsch beißen. In dem Fall. Ach, nehmen wir mal den, genau. Hallo? C? Ach, da war ja wieder das mit der Kamera. So. Aber dann nehmen wir mal den einen Hänger hier und schauen mal, dass wir da ans Feld hinkommen zum Abladen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Spinnst du oder was? Warum ruckelst du jetzt so? Ist hier die FPS so scheiße?
Gut sind sie nicht, schlecht sind sie aber auch nicht. Kann ja gar nicht sein, oder? Dass das hier so reinhaut. Komisch. Naja, so, einmal Warnblinker hier an. Dass wir hier hoffentlich halbwegs in Ruhe abladen können. Ich sehe schon was kommen. Ja, genau. Das könnten bei uns auch Touris sein. Die würden auch so nah an den Traktor hinfahren. Um Druck zu machen, dass sie da durchkommen. Hilft bloß jetzt in dem Fall nichts. So, aber... So. Etwas spektakuläre Ablademöglichkeit, aber wie gesagt, hilft jetzt in dem Fall leider nichts. So, den stellen wir mal hier an die Seite hin. Denn den brauchen wir jetzt. Wieder. Fahr mir halt noch rein. So, einmal hier wieder irgendwie rum. Irgendwie wieder ins Feld reindrehen. Und dann starten wir das Ganze. Ja, vieles jetzt hier eh nicht mehr übrig. Da habe ich jetzt ziemlich viel schon zu fahren, aber ja. Das ist das Blöde, wenn man mit einem Abtankrohr zum einen Richtung Feldseite steht und zum anderen, wenn es genau um eine Haaresbreite nicht ausgeht, dass man hier einmal ums Feld rumkommt. Etwas blöd, aber ja. So, dann machen wir hier die Runde noch rum. Einmal hier schön abschließen. Ja. Und dann fahren wir nämlich hier andersrum. Dass wir definitiv mit dem Abfall. Nächstes Schild. Ey, das wird heute ein teurer Tag. Dass wir hier dann mit dem Abfahrer auch schön hinkommen. So. Ja, ihr traut euch nicht dran vorbeizufahren. Das ist jetzt euer Problem. Blöd gelaufen, wenn man sich da nicht traut zu überholen. So. Einmal hier rum und dann würde ich mir fast gerne schon mal... Das passt ja sogar. Sehr schön. Ziehe ich mir nämlich hier schon mal das mit rein und dann können wir nämlich hier schön sauber gerade Bahnen fahren. Ist eigentlich eher dann für Strohablage wichtig, damit ich später nicht hier kreuz und quer mit der Ballenpresse rumeiern muss, sondern das mit einem geraden Zug durchs Feld dann sauber pressen kann. Ja, jetzt muss ich mal schauen, ob er dann mit dem Mais dasselbe sagt. Das ist gerade die große Frage, ob man da eventuell dann an die Mais-Silage auch noch rankommen. Kann aber sein, dass wir ihm auf jeden Fall beim Häckseln dann helfen müssen. Weil der hat, soweit ich weiß, immer einen Lohnunternehmer da. Aber der ist im Moment extrem ausgebucht. Den habe ich nämlich auch schon angefragt, zwecks dem Säen. Aber der ist im Moment richtig beschäftigt. Gut, es ist Haupterntezeit. Da ist natürlich immer viel zu tun. Aber ist eben die Frage, ob er auch dann zum Maishäckseln Zeit hat. Das ist die große Frage im Moment. Und ja, da muss ich dann mal schauen, ob man nicht vielleicht als Lohnunternehmer hier dann im kleinen Stil arbeiten können. Das wäre mir jetzt ganz recht, eigentlich ein bisschen Geld noch verdienen für meinen Vater, dass der hier mal
vielleicht seinen Hof ein bisschen aufrüsten kann. Weil das ist ja ein Trauerspiel teilweise, was er hier für Maschinen rumstehen hat. Da wäre es, glaube ich, schon mal angebracht, wenn er ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, um eben sich dann auch mal was leisten zu können. Das wäre schon schön. So, jetzt in dem Fall nur halbe Breite, damit wir hier eine gerade Kante kriegen. So, für heute war es das aber auch erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.